Wir sind mitten in Afrika. Schau dir das an. Schau dir das an. Steht einfach mein Name auf der Felge, Alter. Check dir das. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sind mal wieder richtig on Tour. Wir sind im Senegal in Afrika mit der Extreme E am Start. Ihr seht schon hinter mir ist unser Extreme E Auto, weil heute ist der Samstag. Das heißt Qualifying Tag. Die Autos fahren jetzt gleich. Leute, ich sag's euch, es gibt so viele Eindrücke heute in dem Video. Es ist extrem. Wir haben vieles erlebt. Coole Sachen. Wir wurden ausgeraubt. Ich erzähle es später noch. Abartig. Es ist eine Erfahrung, könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier steht zum Beispiel jetzt auch noch, gehen wir mal schnell ein Stückchen hier entlang. Hier steht das Auto von Nico Rosberg, der ist auch vor Ort. Vielleicht kriegen wir den später auch nochmal hier vor die Kamera. Aber ich würde sagen, um euch in Stimmung zu bringen, Leute, wir sind vorgestern schon hier um die Strecke gefahren. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier einfach am Strand. Es sind Dörfer, Zustände auf dem Weg hierhin, das kann man sich nicht vorstellen. Es ist wirklich erschreckend und wir fahren hier Rennen. Ich erzähle gleich noch ein bisschen warum und weshalb, aber einfach damit wir jetzt schon mal ein bisschen gute Stimmung und gute Laune bekommen, Leute. Eine kleine Fahrt um die Strecke, das haben wir vorgestern gemacht. Das war hammermäßig, geile Bilder, deswegen zieht euch das mal rein. Viel Spaß. So Leute, jetzt fahren wir mit unserem Buggy hier auf die Rennstrecke. Die Sonne geht schon leicht unter, aber das macht ja nichts. Heißt nur, es ist ein bisschen kühler. Können wir uns das eigentlich mal anschnallen oder so? Kann sich anschnallen? Nee, wir sind in Afrika, da schneidet sich keiner an. Alright. Boah, wir sind schon begrenzt. Schneller geht nicht. Hä? Schneller geht nicht. Haha, schneller mich doch an. Vielleicht muss er sich anschnallen, wenn wir schneller sind. Das war der Trick. Anschnallen. Also Leute, immer anschnallen. Immer anschnallen, dann ist volle Power da. So Leute, also hier ist der Start, ne? Hier, schau dir mal, was ist das für eine krasse Rennkulisse. Mal hier, guck mal. Ey, mal ganz kurz. Jetzt muss man jetzt, wir sind ein bisschen in der Eile, weil wir gar nicht wissen, ob wir hier gerade langfahren dürfen. Wir machen es einfach. Hier ist also der Start. Hier steht das Auto. Los geht's. Und dann muss man von Fahne zu Fahne fahren. Wir sehen hier vorne ist Fähnchen Nummer 1. Steht hier. Es ist einfach Meereskulisse. Wir fahren hier direkt am Wasser entlang. So, hier geht's also lang. Wir sind am Strand, Leute. Wow, ist das geil, ne? Und ist das geil! Mein eins, was man wirklich auch sagen muss, was schon echt schockierend ist, wie viel Müll hier rumliegt, ne? Ja. Was soll das machen? Eigentlich schon die Themen, die halt einfach wirklich schlimm sind. Die Zustände, der Schmutz, der Plastik, der hier einfach rumliegt. Es tut mir irgendwie echt in der Seele weh, das zu sehen. So ein schöner Ort. So, dann geht es hier mal weiter. Jetzt konnten wir hier Tor Nummer 4. Heißt, wir kommen vom Strand jetzt ins Inland. Ich bin gleich gespannt, ob sich dann auch die Bodenbeschaffenheit ändert. Heißt, jetzt sind wir hier das letzte Mal auf jeden Fall den Strand. Eigentlich müssen wir ja hier Shortcut, eigentlich müssen wir ja die Linie. Hier gibt es zwei. Junge! Oh. So krass, du bist richtig Passagier, weil hier diese Rillen sind. Ne? Das ist auch die Herausforderung für die Rennfahrer, weil du hast ja irgendwann so Spurrillen. Und wenn du drin bist, ist gut, aber die kann natürlich auch so sein, dass sie dich so leitet, dass du gar keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug hast. So, also hier geht es jetzt weiter. Ne? So, Abenteuer geht weiter, Leute. Wir sind bei Flagge Nummer 5. Das heißt, hier haben wir eine ganz spezielle Situation. Du kannst als Fahrer entscheiden, welche Linie du nimmst. Es gibt quasi zwei Spuren. Ihr seht es, einmal grün, einmal rot. Du kannst hier diese Spur entlang brettern, wo unser Buggy steht, oder die Innenspur, die aber ein bisschen welliger fast zu sein scheint. Und dann ist natürlich die nächste Kurve auch wieder enger. Also, das gibt natürlich Möglichkeiten zu überholen, zu schauen, ey, wo will ich langfahren. Wird mega spannend zu sehen, wie das dann sich anfühlt. Spannende Stelle, ne? Weil es geht, hier sieht man das, führ mal raus, hier sieht man, das ist sehr viel Banking. Aufpassen, dass man nicht umkippt jetzt hier zur Seite.
Heißt, kannst es richtig nutzen, um das Auto zu drehen. Einfach. Und dann hier wieder schön ans Gas gehen und Vollgas runter weiter. Hier sehen wir auch mal hier die Kameras. Schaut, jetzt, da sind die Kameras positioniert. Okay. Und jetzt schau mal hier, wie es hier runtergeht. Schau dir mal das an. Das ist richtig steil. Also richtiger Sprung, wenn du hier schnell drüber fährst. Das ist nicht ohne, ey. Das ist nicht ohne. Sollen wir mal checken, oder? Komm, wir machen das jetzt mal. Passage. Komm mal da hoch. Der schaut. Ich hoff doch. Looks steep, hä? Looks steep, okay. So. Oh, geil. Das macht so Spaß gerade. Ist richtig aufregend. Dann das Ziel, Leute. Diese zwei Pfeiler hier mitten am Strand. Was eine geile Kulisse, ohne Witz. Sowas habe ich noch nie gesehen. Auch total geil, da dabei zu sein, sowas zu erleben. Mega. Also hier geht es gleich los, Leute. Wir haben jetzt noch ein drittes Auto hier in dieser Gruppe stehen. Das ist das Team X44. Das ist das Team von Lewis Hamilton. Also wir sind jetzt gerade im Rosberg Hamilton Sandwich. Ja, es ist echt krass und hier ist auch Nico. Vielleicht können wir einfach mal ganz kurz einmal Hallo sagen. Nico, ganz kurz einmal grabben. Was geht? All the way up this in the fucking house, oder? Ja, genau. This is crazy. This is crazy. Ich weiß gar nicht, was passiert hier. Hast du einen Sonnenstich? Nee, ich denke echt, ich habe einen Sonnenstich. Was machst du hier? Weiß ich auch nicht so genau. Ey. Weite Reise. Letztes Mal schon gewonnen, Martin, ne? Ja, und wieder? Ja. Naja, gestern war ein bisschen schwieriger leider. Ja. Die Amerikaner, ich weiß nicht, was die genommen haben, aber die sind schnell unterwegs. Ja. Wir schauen auf jeden Fall mal jetzt, was im Qualifying geht. Ja. Du bist das zweite Mal jetzt schon dabei auch, ne? Gehst du zu einem Rennen? Ne, mal schauen, ja. Aber macht Spaß, das ist eine tolle Serie. Und ich glaube, dieses Wochenende werden wir richtig auch Duelle sehen und so. Ich glaube auch, das ist richtig. Und hier, dein Kollege ist auch schnell. Ja. Hallo Matthias. Hello. Is it bad, the hair day today? It's the style, Matthias. Yeah, it's the style. It's the new style. Do you like it? I think you look gorgeous. Thank you so much. Ja, das ist okay. Die wichtige Diskussion. Also, all the way up is in the night. Ja. Wir machen jetzt Action, Leute. You'll see they will say, there you go, you heard the word go. So Leute, das Qualifying ist in vollem Gange und ich sag's euch, es ist einfach brutale Action. Na, die Autos fahren einzeln auf Zeit, von beiden Fahrern wird die Zeit zusammengerechnet. Und allein nur einzeln hier fahren zu sehen, ist so krass. Na, die Autos hier, da fährt er gerade lang, schau mal. So. Boom, einmal rüber. Ey, die Autos springen, hüpfen, die sind am Limit. Das ist so eine krasse Challenge für die Fahrer und die Autos alleine fahren zu sehen. Normalerweise im Motorsport würdest du das nicht machen, aber hier, das macht so Bock und es ist echt mega. Wir sind mit unserem Cupra-Team jetzt, glaube ich, aktuell noch auf der 3. Schaut gut aus, mal schauen, wie es wird, aber es ist wirklich mega. Und klar, das schaut jetzt hier alles super gut aus und es ist auch wirklich geil hier, aber der Grund, warum man mit der Extreme E in den Senegal geht, Leute, ist, weil es ein Ort ist, der vom Klimawandel betroffen ist, ne? Meeresspiegel steigen.
und weil es generell einfach ein Ort ist, der sehr viel Armut hat. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wir sind am Mittwoch schon hier mit Cupra bei einem Dreh unterwegs gewesen, haben verschiedene Spots angefahren und haben dann wirklich hautnah gesehen, wie die Leute hier leben, wie viel Armut hier herrscht, was für Zustände es sind. Es ist erschreckend, Leute, es ist wirklich erschreckend und gibt einem extrem zum Nachdenken, wirklich, muss man echt sagen. Und die Extreme E versucht hier dann eben auch Gutes zu tun und hier Projekte, lokale Projekte zu unterstützen. Wir waren zum Beispiel in der Schule, die unterstützt hat, wo einfach Kinder Bildung kriegen sollen, dass sie vielleicht ein bisschen ein besseres Leben haben. Wir waren dort, haben gesehen, die haben uns quasi ein bisschen gezeigt, was sie so machen. Die waren ganz stolz und es war mega toll, das zu sehen. Wir haben mit denen getanzt und wir haben Bäume gepflanzt und einfach cool, so diese Lebensfreude auch zu sehen und gleichzeitig aber auch zu verstehen, dass da viel schief läuft und dass wir über die Themen, über die wir nachdenken oder über die wir uns aufregen, dass die lächerlich sind. Das muss man einfach mal so sagen, Leute. Ich habe das jetzt auch das erste Mal in dieser Form gesehen und es eröffnet einem die Augen über all das, was wir diskutieren. Wir diskutieren, ob wir einen Euro 6 oder Euro 7 Diesel haben. Ihr müsst mal sehen, was hier für Autos rumfahren, was hier für Zustände sind. Da denkt niemand über sowas nach. Die leben im Dreck hier. Und wir aus unserer, sage ich mal, privilegierten Haltung heraus meinen dann, dass wir bei uns über solche Themen aufregen müssen. Also ich kann wirklich jedem nicht zwingend empfehlen, hier zu meditieren zu sein, denn es ist auch nicht immer gut. Einfach sich ein bisschen damit beschäftigen, glaube ich, schadet nicht. Ne? Und das ist, warum die Extreme E hier ist. So, alles ein bisschen anders, alles ein bisschen verrückt. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Renntag gehen und mal nochmal die geballte Action im Command Center und so weiter anschauen, zeigen wir euch mal, wie wir schlafen, denn das ist auch sehr ungewöhnlich. Und zwar schlafen wir genau hier, Leute, auf der St. Helena. Könnt ihr euch vorstellen, dass damals die Extreme E sich gedacht hat, komm, wir brauchen irgendetwas, wo wir das Fahrerlager haben, wie wir die ganzen Autos quasi immer von A nach B bringen. Wir wollen es nicht mit Luftfracht machen. Kaufen wir uns einfach mal so ein 30 Millionen Schiff von der, ich glaube von der britischen Post oder so und renovieren und restaurieren das Ding komplett. Ne? Also es sind komplett neue Triebwerke drin. Man hat versucht, das jetzt, sag ich mal, so gut wie möglich zu machen. Da steht not electric yet. Ne? Also natürlich. Warte mal, lass mich mal das Schiff mal ganz zeigen. Jetzt geht er da hinten noch weiter. Das ist riesig. Also es ist wirklich riesig. Was allerdings nicht so riesig ist, ist meine Kabine. Komm mal mit. Hier. Das ist das Team quasi. Ja. Dann, Leute, jetzt möchte ich aber bitte hier, dass ihr euch... Rummelwirbel. Da möchte ich jetzt nicht wieder den ganzen Neid hier in den Kommentaren haben. Ja, das ist einfach ein gewisser Lifestyle, den man auch leben muss. So, jetzt aber... Oh das war nicht. So. Jetzt aber möchte ich bitte wirklich, dass ihr auch... Na? Sind sie auch den Lifestyle einfach... Das ist vorher aufgeräumt. Man muss echt sagen, wir sind jetzt gerade erst wieder... Das ist nicht gestaged. Wir sind wirklich gerade erst in die Kabine gekommen und du hast echt hier... Krass, ne? Okay, du hast echt viel weniger Platz als ich. Ja. Super, ich habe ein Stockbett eigentlich gehabt. Das haben sie mir jetzt zumindest mal... Gestern habe ich noch unter dem Stockbett geschlafen. Da war das noch unten. Da habe ich gesagt, ob sie es vielleicht noch oben machen könnten, weil es bringt mir nicht so viel, außer dass ich meinen Kopf anschlage. Ja, that's the Lifestyle, Leute. So, habt ihr das auch mal gesehen hier? Ne? Also hier schlafen ein paar natürlich, alle, die bei der Extreme E arbeiten, schlafen hier. Ein paar gute VIP-Gäste schlafen hier. Und ein paar nicht gute, oder was? Nicht so gute. Und ja, wir gehen jetzt essen und nicht nochmal aufs Klo und dann sehen wir uns an der Rennstrecke wieder. Das Gute ist, man kann hier aufs Klo. Ach so, ja, ach so. Wollte ich vergessen. Man kann hier aufs Klo. Das Luxusbad. Und du kannst gleichzeitig duschen. Ja, das passt, das ist perfekt. Ich dusche einfach beim Scheiß. So, raus jetzt. Ich muss nochmal was erledigen. Ja, Leute, wir sind natürlich nicht alleine hier, sondern es gibt viele weitere echt top Teams. Hier seht ihr das Team X44, das ist das Team von Lewis Hamilton, das hier am Start ist. Dort fährt unter anderem Sebastian Loeb. Sollte jedem in der Rallye-Welt auf jeden Fall ein großer Begriff sein. Es gibt viele weitere. Wir haben Andretti mit dabei, Chip Ganassi. Das sind Teams, die in der Indycar schon große Erfolge gefeiert haben. Veloce Racing, das sind unter anderem schon Eric Wehren, der mit mir Formel E gefahren ist, die hier das Team haben. Also es gibt ganz, ganz viel. Da hinten ist noch Rosberg Racing und auch Carlos Sainz ist hier am Start. Also der Vater vom Ferrari, Formel 1 Fahrer, der auch Carlos Sainz heißt. Eigentlich Carlos Sainz Junior, aber will nicht mehr, dass er so genannt wird. Und ja, so kommen die ganzen Teams hier hin. Jeder kriegt sein Zelt
Alles wird hier extra aufgebaut. Ist natürlich schon wild, auch für die Mechaniker, für die Fahrer. Du hast keinen Aufenthaltsraum, wo du irgendwie abhängen kannst. Es ist nicht sonderlich kühl da drin. Und irgendwie musst du da den ganzen Tag verbringen und das nicht nur einmal, sondern jetzt hier über die ganze Zeit. Ich glaube, was auch ganz interessant ist zu sehen, weil das wird mit Sicherheit auch wieder in den Kommentaren kommen, ist, wie kommt denn der Strom hier hin? Das alles, was ihr hier seht, ist die Anlage. Die Firma heißt AFC Energy, kann man bestimmt auch googeln und sich genau informieren, wenn man das möchte. Um es einfach mal kurz zu fassen, das Ganze wird hier betrieben durch Brennstoffzellen. Also es wird vor Ort selbst die Energie gewonnen. Ihr seht es, da sind auch noch Solarpanels, die den Grundstrom sozusagen bereitstellen. Und somit muss man hier auf keinen örtlichen Strom zugreifen. Und das Ganze stößt auch keine Emissionen hier vor Ort aus. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Hier steht 100% Clean Energy. 100% clean ist gar nichts, das ist nicht mal das, wenn wir aufs Klo gehen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, also dass der Kern der Botschaft ist, dass man halt wirklich versucht, das hier mit einer neuen Technologie oder mit einer guten Technologie alles selbst zu machen. So, dann lasst uns mal hier in die Box reinschauen, Leute. Also hier ist der Platz, wo das Auto steht. Ihr seht es ist jetzt schon gefahren worden, das heißt, das Ganze ist natürlich schmutzig, muss zerlegt werden, muss geschaut werden, ob alles passt, ob alles noch ganz ist, ne? Die Dämpfer werden hart rangenommen, das ganze Fahrwerk, das Ding hüpft ja wirklich nur durch die Gegend. Ab und zu gibt es auch mal noch ein bisschen Kontakt, also ganz, ganz extrem. Ich werde jetzt nicht so detailliert aufs Auto eingehen, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, ne? Wenn ihr wollt, wir verlinken euch das unten, da gibt es alle Infos zum Auto, wie es drin ausschaut und so weiter. Das sparen wir uns jetzt hier, weil hier einfach sehr, sehr viel vor Ort passiert. So, das ist also der einzige Raum, in dem die Mechaniker sind, ne? Es ist nicht sehr gut gekühlt, also ein bisschen vielleicht, aber es ist eigentlich schweineheiß. Ja, das hier ist der Raum, das ist der Fahrer, Matthias, der hier mit dem rumläuft. Das ist üblich, Setup Tuning. Ja, Sand ist überall hier. Ja, hier wird dann auch das Fahrzeug geladen, Setup gemacht und so weiter. Also es ist nicht so wie bei der Formel 1 hier im Luxus, sondern es ist einfach nur ein mit Luft aufgeblasenes Zelt. So, weiter hinten, da gibt es eine kleine Getränke-Ecke hier, wenn man das so nennen darf, weiß ich nicht. Das ist so die Oase hier. Das ist wunderschön. Hier sitzen dann nicht die Ingenieure, sondern der Ingenieur. Es gibt nur einen, das ist der Florian, der hier ist. Weil eben das Team super klein ist bei der Xtreme E. Ne? Also wie viele Leute dürfen dabei sein insgesamt? Beim ersten Rennen waren es 5 und jetzt wurde er erhöht auf 7 plus die 2 Fahrer. 7 plus 2 Fahrer, das ist das Maximum, was mit darf an Leuten. Das ist nicht viel, ne, für all das, was hier passiert. Das ist die Fahrerkabine übrigens. Damit ihr auch mal wisst, wie luxuriöses Fahrerleben. Komm mal her. Da nennt man, also in manchen Ländern ist es auch eine Foltermethode, glaube ich, so ein Ding, aber hier ist es die Fahrerkabine. Das war's, viel mehr gibt's nicht, Leute. Ne? Also hier hängen noch ein paar Anzüge zum Trocknen. Da kann man sich noch ein bisschen in die Sonne hocken. Das ist alles, was es gibt. So, und das war das Bild, was ich euch noch zeigen wollte. Das hier, das war in so einem Local Markt hier, da sind wir entlang gegangen beim Dreh am Mittwoch. Und habe ich das gesehen und irgendwie fand ich das cool. Ne? Also ich fand das hat mich irgendwie angesprochen und habe ich dann das abgekauft hier vor Ort als kleiner Glücksbringer hier fürs Team mitgebracht. Und ja, das war's. So Leute, willkommen beim Race Day. Wir sind jetzt hier nicht am Strand zum Baden, sondern hier findet jetzt gleich das erste Semifinal statt, wo wir mit unserem Team gegen Team X44, also Lewis Hamilton und Team Rosberg antreten. Das wird ein krankes Duell. Hier ist dann gleich die Switch Zone. Da fliegt noch eine Drohne über uns. Hier ist gleich die Switch-Zone, wo die Fahrerwechsel stattfinden und hier ist das Command-Center, wo wir jetzt hingehen und das Rennen dann verfolgen werden. Ne? Also hier ist quasi, das sind die Teams, die Ingenieure, alle zusammen an einem Ort und folgen von hier aus das Rennen. Ich sage euch eins, Puls steigt ein bisschen, ne? Weil wenn wir Dritter werden in diesem Semifinal, ne? Dann haben wir ein Problem, denn aus diesem Semifinal kommen nur 2 weiter, nämlich die ersten 2 und wir starten jetzt von 3, heißt wir müssen uns um einen Platz verbessern. Das wird nicht leicht, aber wir hoffen das Beste. So, schaut ein bisschen aus wie die Gaming Area, ist es aber nicht, Leute. Hier stehen jetzt die jeweiligen Teams. Also das hier ist unser Platz. Hier haben wir quasi, wir sehen es ja hier, ne? Zeitmonitor.
das Feedbild und dann auch noch die Waypoints. Nina, was geht ab? Komm mal. Hallo. Hola. Hola, wie geht's dir? Das ist meine Cousine Nina. Du organisierst hier alles, ne? Ja, Command Center. Das machst du hier? Ja. Das ist deine Aufgabe? Ja, das ist Live-Thing. Ja, das ist aber schön geworden. Ja, oder? Ja. Weißt du, was es hier eigentlich ist und was es alles so was? Du kannst, erklärst du den Zuschauern. Aber also, lass uns mal hier hingehen, in die Mitte, da sieht man das gerade ganz cool, ne? Jetzt auf Deutsch zu erklären, alles immer auf Englisch. Ja, du musst es jetzt auf Deutsch machen. Also hier im Command Center, das ist sozusagen Formel 1, Formel E, Pitwall. Also in der Formel E haben wir es in der Garage, in Formel 1 hast du die Pitwall. Ist hier sozusagen unpacked, also jeder ist in einem Raum. Und immer die Teams, die gerade draußen an der Strecke sind, die sind dann hier im Command Center. Heißt, ein Fahrer ist immer hier, der Ingenieur und noch jemand vom Team. Und hier ist sozusagen die einzige Möglichkeit, wirklich alles zu sehen. Live-Timing, Kontakt mit den Fahrern übers Radio. Und der ganze Broadcast ist, was Sie auf den Bildschirmen sehen. Und dann, das ist ziemlich immersive, heißt, wenn zum Beispiel Yellow Flag, der ganze Raum geht yellow. Aber redest du viel Englisch? Das ist ziemlich immersive. Und ich denke so, was ist das? Nein, was ich einfach meine, ist zum Beispiel, dass wir halt wirklich versuchen, die ganze Action hier in einen Raum zu bringen. Heißt, wenn wir zum Beispiel gelbe Flagge haben, wird alles gelb, rote Flagge, der ganze Raum wird rot. Und was wir halt wirklich auch versuchen, ist, diese ganzen Emotionen der Teams, der Fahrer hier wirklich mitzuerleben, wenn die miteinander interagieren, weil das hat man in keinem anderen Rennsport wirklich so. Also ich muss sagen, ich finde es sehr geil, es erinnert mich ein bisschen an so eine Gaming-Arena, so, ne? Wo dann immer jetzt Zeugers sind. Ultra, ultra nice. Das ist mehr so wie bei Star Wars. Weißt du, wie so alle so in einem Raum sitzen und dann hast du da diesen Hologramm in der Mitte und Wir spielen gleich alle World of Warcraft. Hol gleich meinen Laptop raus und mach eine Runde World of Warcraft. Nein, Leute, jetzt geht's Semifinal 1 los. Das heißt, Spannung steigt, volle Attacke, Daumen drücken für unser Team. Du drückst auch für unser Team, ne? Immer. Auf jeden Fall. Also, volle Attacke. Der mega Start gehabt. Frage 1. Oh mein Gott. Kurz Brille aufziehen, damit man nicht sieht, dass ich weine. So ein... Oh, Leute. Matthias hat so einen geilen Start geballert. War auf P1. Das war richtig geil anzuschauen. Die Autos waren unfassbar eng beisammen. Ey, die hüpfen und springen und nebeneinander. Und so geil. Ich war so voll mit Adrenalin. Es bockt wirklich, sich das anzuschauen. Und dann kommen die zum Pitstop. Also, die fahren ja quasi eine Runde. Matthias kommt auf P1 rein, vor Löb und Christoffersen, oder vor Christoffersen und Löb, so rum. Fährt rein, halt an, Fahrerwechsel, fällt der Funk aus. Fällt der Funk bei uns aus am Auto. Und die Jutta Kleinschmidt, die dann reinspringt, weiß nicht, wann sie losfahren muss. Und du hast natürlich keinerlei Überblick in diesen Autos. Und erst als sie quasi sieht, dass die anderen hier vorbeifahren, kann sie quasi losfahren. So ätzend. Oh mein Gott, das ist Dritte geworden. Die waren so schnell, die hat auch noch die Lücke aufgeholt. Die hätten einfach das Ding easy gewinnen können. Und jetzt sind wir auf diesem beschissenen dritten Platz. Auf diesem beschissenen dritten Platz, weil du bist jetzt Dritter. Du qualifizierst dich als Dritter. Du wirst im Semifinal 1 Dritter und bist dann quasi Fünfter in der Wertung, weil zwei aus dem nächsten Semifinale ins Finale gehen. Das System ist meiner Meinung nach scheiße. Und vor allem genau für diesen Spot. Also für den Dritten ist es einfach irgendwie... Macht es meiner Meinung nach nicht so Sinn. Oh Gott, Leute, ich bin gerade so aufregend. Es war so schön bis hier. Jetzt Motorsport, ne? Schauen wir mal, wie es ausgeht. Also eins kann man auf jeden Fall sagen, es ist so viel passiert. Holy shit. Ich mache noch die Kurzfassung von unserer Story am Donnerstag, Leute. Ich bin mit dem Mietwagen nach Hause gefahren, weil hier einfach ultra viel... los ist und man irgendwie nicht nach Hause kommt mit dem Shuttle. Also haben wir einen Mietwagen geholt. Ich fahre also 1,5 Stunden durch Afrika. Das war schon ein Abenteuer an sich.
Wir sind 20 Meter vom Hotel, hält uns die Polizei auf einmal an. Übel aggressiv, sagt, ich soll mitfahren zur Wache. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und habe einfach richtig Angst bekommen und bin dann einfach ins Hotel reingebrettert, habe dort das Auto abgestellt, habe nach Hilfe gerufen. Das Problem war nur, dass als sie uns angehalten haben, die meinen Führerschein und die Versicherungspapiere wollten, ich habe die zuerst gegeben und die sind dann einfach quasi auf den Roller gestiegen, mit denen weggefahren und gesagt, follow, was ich nicht gemacht habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Geschichte ging noch länger, aber die ist jetzt vielleicht zu lang für hier. Es war teuer. Ne? Du musst ja eigentlich dann wirklich jeden bezahlen. Die wollen einfach dir wirklich Kohle abnehmen. Und das haben die auch geschafft. Es war ein krass unangenehmes Gefühl. Ich wusste nicht, ob ich nachts irgendwie auf dem Gefängnis schlafen muss oder so. Es war wirklich absurd. Und generell sind hier uns super viele Geschichten passiert, dass ich mal auf jeden Fall eins sagen kann, wenn euch das interessiert, wenn ihr noch mehr von diesen ganzen Geschichten hören wollt und die ganze Experience, das ist ein bisschen zu viel, um alles jetzt hier ins Video zu packen, dann kann ich euch unseren Podcast Reden am Limit empfehlen. Jetzt heute, wo dieses Video rauskommt, kommt auch die neue Folge vom Podcast raus und da werde ich wirklich mal von der ganzen Reise erzählen, von Anfang bis Ende, was alles passiert ist, schon bevor die Reise losging, ist was passiert, was crazy war. Also das könnt ihr euch gerne reinziehen. Ich verlinke auch den Podcast unten in der Videobeschreibung und ja, wir sind jetzt hier fertig. Heute Abend gibt es vielleicht noch eine kleine Party, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall morgen nach Hause fliegen und da bin ich auch ganz froh, wieder in unserer heilen Welt in Deutschland zu sein. Da kann man wirklich froh sein, Leute. Wirklich, schätzt das mal. Muss man echt mehr schätzen, wenn man das hier alles sieht. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns am Sonntag mit einem Drag Race wieder. Haut rein, ciao.